Hello. So, nach 23 Jahren der Suche nach diesem Weg habe ich ihn dann endlich gefunden. Unangenehm ist dabei nur, dass es jetzt dunkel wird. Und man das ja eh immer so schlecht sieht. Und jetzt sehe ich es noch schlechter. Okay, ich bin jetzt einfach mal. Ich tue so, als würde ich lenken. Hoppala. Und lass mal Aloy einfach machen. Ne? Ich versuche mit der Kamera irgendwie mitzukommen und behalte meinen linken Daumen einfach am Controller und tue auch so, als würde ich was tun und hoffe einfach, dass ich hier nicht runterfall. Komm mal rauf da. Okay, oh Gott. Und jetzt springen, ne? Das hat ja fast überhaupt nicht geklappt. Okay. Ah. Oh Gott. Okay. Okay. Schops. Das noch leben wir. Das ist erfreulich. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das kann doch nicht sein, dass die uns darüber schicken. Oder etwa doch? Oh mein Gott. Och. Okay, ich höre jetzt auf zu jammern. Darüber. Kann mal jemand das Licht wieder anmachen? Wir fallen jetzt hier runter. Jetzt haben wir es fast geschafft. Juhu! Geschafft. Wo ist das Feuer? Da. Wahnsinn. Okay, das war ein Stück, wie ihr seht. Oh, es ist schön. Wow. Wir sind auch dem Blümchen ein bisschen näher gekommen. Ich gehe hier mal rein und speichere. Und dann gehen wir erstmal zum Blümchen, ne? Was hat mich da jetzt schon wieder entdeckt? Das war leicht. Also wenn man den kleinen ätzenden Aufstieg hier nicht zählt. Da ist sie. Ah, sehr gut. Wer hat diese Blumen erschaffen? Und warum? So, ich nehme mal das Fähnchen wieder von der Karte. So, nee, warte, lass uns noch mal gucken. Gibt es hier noch irgendwo was? Nö. Gut, dann geht's weiter. Kleine miese Mardertier. Hab ich dich. Ich habe das Gefühl, die Blauen laufen am schnellsten. Wieder klettern?
Ich sehe nichts. Der ist auch einfach wieder aufgestanden. Eigentlich hatte ich ihn erledigt. Er hat es nur nicht mitbekommen, dass er erledigt ist. Das brauche ich. Das ist ja gruselig hier. Das ist auch irgendwie total toll, aber... Es ist auch irgendwie total gruselig. Waschbär, Fuchs. Mann, no! Der Waschbär hat's geschnallt. Was hat uns da gesehen? Was ist es? Och, nur ein kleiner Sägezahn. Und noch ein kleiner Sägezahn. Kein Problem. Nee, wir haben nur zwei Fertigkeiten. Ob wir vielleicht schon eine dritte haben, aber haben wir leider nicht. Aloy. Was? Du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Ja, ich finde den bissigen Humor hat er sich echt verdient. So, hier unten ist wieder ein Händler, der lässt darauf schließen, dass es nicht einfacher werden wird. Das Vorrat. Und ich habe auch schon so eine Ahnung, was da gleich kommt. Okay, wir verkaufen mal ein bisschen was, wenn wir schon mal hier sind.
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir uns das Schnellreisepaket mittlerweile leisten können. Aber hey, wir können ja einfach nochmal gucken. Oh Gott, so viel Zünder braucht kein Mensch. Da können wir ein bisschen was von loswerden. Tada! Wir können das goldene Schnellreisepaket kaufen. Juhu! Jetzt haben wir es. Ja, das war's. Gut. Aber das heißt, wir können die anderen, die wir gesammelt haben, hier, so diese hier, ist zwar nicht so viel wert, aber immerhin ein bisschen. Die können wir zwar kaufen. Sehr schön. Und dann gucke ich nochmal eben in unserem Inventar, was wir da noch so alles haben. Das können wir nämlich auch noch verscherbeln. Ja. Jetzt haben wir nämlich hier, seht ihr es? Da ist es. Es ist so wunderschön. Weg damit. Und hier. Weg damit. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Huch, Entschuldigung. Aber besser als nichts. So, dann gucken wir mal. 100 Draht, das sieht gut aus. 600 Zünder, das sieht sehr gut aus. Wir haben sogar richtig viel Lohe. Wahnsinn. Machen wir doch eine runde Sache draus. Echo, meine Güte, wir haben aber auch gesammelt. Oh, Metallbrand, das ist das Zeug, was wir für das Verseuchen von Tieren brauchen. Ich weiß, es ist wahnsinnig teuer, aber das brauche ich wieder. So. Okay, dann mal gucken. Nee, erstmal Lagerfeuer. Unsere Sachen in Sicherheit bringen, weil wenn ich dann dazwischen sterbe und so, dann muss ich das alles nochmal machen und das wäre irgendwie blöd. Also ich gehe davon aus, dass es so ist, aber warum sollte es nicht so sein? Also speichern wir das jetzt. Ich sage an dieser Stelle tschüss und wir sehen uns gleich. Ich spiele direkt im Anschluss weiter, weil ich will natürlich wissen, was da jetzt kommt. Aber wenn ich jetzt nicht speichere und einen neuen Take beginne, dann werden wir vielleicht mittendrin unterbrochen und das will ich nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns gleich. Tschüss.